Ja, mein Name ist Silvia Schnödewind und ich bin in dem Bereich Potenzialentwicklung tätig. Mein Job ist es, Führungskräfte zu coachen oder Unternehmen im kulturellen Change mit zu begleiten. Ich selber habe hier an der Universität Köln studiert, Diplompädagogik mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Psychologie und Wirtschaft und habe nach einigen Stationen als Beraterin, als Hochschuldozentin meine Leidenschaft gefunden in der Selbstständigkeit und habe mich hier etabliert in diesen Bereichen Coaching, Training und Beratung und arbeite in eigener Praxis in Düsseldorf. Also Punkt 1 ist auf jeden Fall erstmal die strategische Planung. Wenn ich mich in den Bewerbungsprozess begebe, dann geht es ja erstmal darum zu schauen, was möchte ich eigentlich? Was ist das, was ich wirklich will? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? Und dann strategisch ausgerichtet zu schauen, und bei wem kann ich genau das bekommen? Also sich tatsächlich Gedanken darüber zu machen, was will ich? Und wo möchte ich damit hin? Und dann ein gutes Marketingkonzept auszuarbeiten, indem ich genau überlege und auch genau analysiere, wer kann mir das bieten, was ich brauche, wem kann ich auch das geben, was er braucht. Also tatsächlich ganz konkret darauf hinzuarbeiten, sich strategisch auszurichten, wo die Reise hingehen soll. Punkt 2 halte ich erstmal die Positionierung für wichtig. Wenn ich mich strategisch ausgerichtet habe, geht es um die Positionierung. Positionierung heißt, in einem Anschreiben, in einem Lebenslauf genau klar darzulegen, wer bin ich, was kann ich, was will ich, also das, was aus der strategischen Ausrichtung kommt, und natürlich dann auch das, was ich im Bewerbungsschreiben sage, im Lebenslauf zu beweisen und das ist, oder im Lebenslauf anzugeben. Und das ist die Positionierung. Ja, Punkt 3 ist dann präsent zu sein. Und wir haben heute eine Vielzahl an Möglichkeiten, Präsenz zu zeigen. Heißt also nicht nur mit der guten Leistung irgendwie versteckt zu sein, sondern mit der guten Leistung auch rauszugehen. Beispielsweise auch Social Media zu nutzen, vielleicht sogar zu bloggen. Also das, was ich kann, das, was mir vorher ganz klar geworden ist, wirklich auch draußen präsent zu zeigen und zu positionieren, sodass ich gefunden werden kann als Bewerber oder Bewerberin oder wenn ich jemanden finde, dass ich verweisen kann, beispielsweise auf einen bestimmten Blog, beispielsweise auf eine Webseite, beispielsweise vielleicht auf gutes Referat, ja, oder auf einen Vortrag, den ich irgendwo gehalten habe. Und das ist halt wirklich das Motto, Klappern gehört zum Handwerk, präsent sein. Ja, Punkt 4, die Selbstpräsentation. Üben. Üben, sich selbst zu präsentieren, sich zu Hause vor den Spiegel zu stellen oder mit dem Handy selber aufzunehmen und zu üben, zu sprechen mit jemandem, der sozusagen imaginär gegenüber ist, den Augenkontakt zu halten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und vor allen Dingen auch klar zu sein, sobald ich in ein Bewerbungsgespräch gehe, gehe ich auf eine Bühne. Das heißt, ich muss in dem Moment präsent sein, mich zeigen. Und diese Selbstpräsentation beherrscht nicht jeder, kann aber jeder beherrschen. Und das können wir tun, indem wir es einfach üben. Ja. Also Selbstpräsentation üben, das ist ein wichtiger Faktor. Ja, Punkt 5, der ist mir insbesondere wichtig, weil ich es häufig erlebe, dass Bewerber einfach keine Fragen haben. Das heißt, sie kommen zum Bewerbungsgespräch, machen sich gut, stellen sich gut dar und dann kommt die Frage, welche Fragen haben Sie an uns? Keine. Und genau diese Frage muss beantwortet werden. Heißt also, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche Fragen möchte ich stellen? Oder auch zusammenzufassen, zu sagen, ich hatte die und die und die Frage und die haben Sie mir an dem und dem und dem Moment beantwortet. Also Fragen sind wichtig. Das zeigt mir auch als Unternehmerin, oh, sie hat sich mit mir beschäftigt, sie hat sich mit dem Unternehmen beschäftigt, kennt die Philosophie, kennt die Leitkultur. Und die Frage sollte nicht heißen, wie viel verdiene ich hier oder wie viele Tage Urlaub habe ich, sondern es kann in die Richtung gehen, wie sieht das mit Weiterbildung aus, beispielsweise. Oder auch, welche Möglichkeiten gibt es denn, auch die nächste Position einzunehmen. Das sind konkrete Fragen. Oder auch Fragen, ob das Unternehmen international aufgestellt ist und welche Möglichkeiten es da gibt. Und hier auch wieder zu gucken, was ich fragen möchte, sollte mich auch interessieren. Bin ich wieder bei meinem Thema Leidenschaft? Also das, was ich da tue, sollte in der Tat auch zu mir passen. Und das sollte ich auch noch herauskitzeln wollen.